Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und ja, das ist Bonvenu à Tour de France. Ihr seht schon, der Chef du Programm. Ich bin der Chef der Let's Play. Oder Je de Play. Und das ist Tour de France. Ich dachte mir, passend zu Tour de France packe ich das mal aus. Schuld sind zwei YouTuber, die mich sozusagen dazu getrieben oder genötigt oder was auch immer haben. Der MS Standard hat mir böse Erinnerungen mit diesem Spiel gegeben. Und da dachte ich einfach mal, quälze dich mal durch. Der Shadow Knows. Ich werde beide Kanäle verlinken. Der hat schon mal ein Longplay davon gemacht. Ich glaube, das ist der einzige, der sich wirklich gequält hat, dieses Spiel durchzuspielen. Ja, es ist die Tour de France und ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment, jetzt zählen wir mal. Also, von Paris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kann das passen? 16 Etappen. Ja, wir fangen einfach mal an, bevor jetzt irgendeiner Angst hat, dass das jetzt nicht so spannend wird, dachte ich mir einfach mal pro Folge quatschen über irgendwelche sinnlosen Themen. Ich werde ein bisschen kurz was zum Gameplay erzählen, damit ihr so wisst, was euch auf euch zukommt. Farben ist egal, man kann hier Farben einstellen, das ist uninteressant. Das ist das Game. Und ja, und mit links, rechts gebt ihr Gas und mit Feuer könnt ihr dann das Rad bewegen. Und solltet möglichst das nicht in den Graben bringen. Ja, das heißt also, wenn ihr Pech habt, seid ihr dann wirklich, ich glaube 90 Minuten, glaube ich, dauert das Spiel, am Joystick wackeln. Ich mache es jetzt hier mit Tastatur. Das macht die Sache aber auch nicht viel besser, wenn man das genau wissen will. Tja, dann dachte ich mir einfach mal, wenn wir schon von der Tour de France irgendwas haben, dann erzählt mir nochmal was. Seid ihr überhaupt noch Leute, die den Radsport ansehen oder praktizieren oder sagt ihr, Moment mal, das ist eigentlich nur die Apotheke auf zwei Rädern. Also jetzt wo, überraschenderweise, das fand ich ganz lustig, Jan Ulrich sich bekannt hat, dass er doch wohl Blutdoping genommen hat. Ja, ich weiß, ich war genauso schockiert wie ihr. Weil damit konnte ich nun gar nicht rechnen. Hat der Ulle tatsächlich mal was gemacht, was er nicht machen soll, ne? Ist ja unglaublich. Nein, also ich war immer schon ein, ja, ich sag mal, Fan der Tour. Natürlich wegen der unglaublichen Bergetappen. Das ist ja nun wirklich mörderisch. Und da hätte man wahrscheinlich auch jeder mit logischem Menschenverstand sagen können, dass das mit dem Tempo wahrscheinlich nicht ohne irgendwelche Substanzen möglich ist. Aber da ist man ja wahrscheinlich als Zuschauer auch ein bisschen blind oder blöd, wie man gern möchte. Sonst an sich, ja klar, die große Ulle-Zeit, die große Team Telekom-Zeit, das war schon schön, das konnte man sich gut ansehen, das war gute Unterhaltung. Selbst die Dominanz eines Lance Armstrong, egal aus welcher Substanz sie herkam. Tja, das war die Hochzeit des Radsports. Und dann wurde es eigentlich immer weniger. Ich glaube, heute ist es, glaube ich, verkommt es auf Eurosport fast zu einer Randsportart. Wobei das immer noch nicht einfacher geworden ist. Sondern es ist ja immer noch mit Sicherheit ein absoluter Spitzensport. Was ja auch immer lustig war, um mal einen Gag zu machen zum Thema Doping. Das musste ich mir ja auch mal anhören. Doping macht ja im Mannschaftssport keinen Sinn. Ja, Radfahren ist im Allgemeinen ein Mannschaftssport. Das ist lustig. Also ich finde es sowieso mal großartig, wenn irgendwelche Leute sich aussprechen und sagen, Doping macht in dem Sport keinen Sinn. Wir haben Dopingfälle im Schach, wir haben Dopingfälle im Darts, wir haben so, glaube ich, Dopingfälle im Angeln, was ich, glaube ich, mal irgendwie mitgekriegt habe. Und selbst im Radsport ging es ja schon los im Amateursport, wo man ja noch nicht bekanntermaßen Amateur, ne, schweinereich wird. Und selbst da wurde schon ordentlich beschissen. Ja, wir könnten diesen Jan Ulrich legendären Satz bringen. Ich habe niemanden betrogen. Ja, richtig, genau. Selbst weil der 105. der Tour de France voll war wie eine Haubutze. Das glaube ich nicht. Das ist mir einfach ein bisschen zu einfach gedacht.
Weil sonst kann man den ganzen Profisportler machen. Wenn man so einen Usain Bolt mal hinterfragt, der natürlich in einer Gegend trainiert, wo er natürlich nicht 17 Mal überprüft wird, dann kann man alles das bisschen natürlich hinterfragen. Aber ja, wo Geld verdient wird, wird nun mal auch beschissen. Das ist ja nicht nur im Sport so. Und das muss man wahrscheinlich einfach so sehen. Also deswegen ist die Frage, oder was sagt ihr überhaupt zum Thema Leistungssport? Sagt ihr, das ist sowieso alles absolute verlogene Rotze und das soll man sowieso nicht irgendwie ernst nehmen und man kann das auch nicht nachvollziehen, wie man das überhaupt noch gucken kann. Und er sagte, ist mir eigentlich vollkommen egal, Hauptsache Unterhaltung. Ich bin da so ein bisschen in der Mitte. Also es gibt Sachen, die gucke ich mir noch an, auch wenn ich da wahrscheinlich auch meine Fragezeichen habe. Aber ja, Brot und Spiele müssen dann doch irgendwie sein. Weil wenn man alles so hinterfragt, tja, wahrscheinlich möchte man alles Mögliche gar nicht wissen. Die Etappen sind übrigens, das kann ich vielleicht mal sagen, auch nicht so kurz. Also ich sag mal, ich glaube, so eine Etappe kann gerne mal 4-5 Minuten gehen. Deswegen, das ist auch so läuft es auch ungefähr. Also ihr werdet gleich noch ein paar andere Sounds hören, soweit ich weiß. Und ich glaube, das sind dann 16 Etappen. Also ich habe mir vorgenommen, das mal einfach durchzudaddeln. Vielleicht, weil ich ein bisschen leicht irre bin, aber man hat ja manchmal so Eingebungen, die man einfach mal machen muss. Und ich werde, wie schon gesagt, pro Folge irgendein Thema mehr rauspicken, zu dem ich dann irgendwas sage und ein bisschen euch dann mal involviere. Weil so spannend, das kann ich vorwegnehmen, ist das Let's Play garantiert nicht. Also bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das nicht unglaublich unterhaltsam wird. Da muss ich also ein bisschen was mit Sprache rausholen. Das bringt mich gleich auf die Idee, da können wir gleich in Folge 2 mal ein bisschen über mein Lieblingsthema sprechen. Was ist überhaupt Let's Play? Da habe ich wieder schöne neue Kommentare bekommen und auch wenn es keine hundertprozentige Duden-Definition gibt, es gibt auch ein paar Faktoren, die man, glaube ich, behaupten kann. Und ich glaube, die ich mittlerweile jetzt auch mit der Anzahl von Zuschauern und der Anzahl von Videos auch mal unterstützen kann. Aber nochmal zurückzukommen auf das, ich sag mal, anfangs ein heutige Thema. Ich weiß auch nicht, wie ich die Folgen hochlade, wie ich das mache. Also ich denke, wenn das so 16 Etappen sind, ja, mehr als 5-6 Videos möchte ich euch da auch nicht antun. Der Shadow Nose hatte, glaube ich, 8, glaube ich, habe ich mir angeguckt. Ja, der ist wahrscheinlich total schockiert, ich habe es mir angeguckt. Ich wollte einfach mal wissen, was auf mich zukommt. Also wenn man so will, ist es kein Blind Let's Play, aber ich habe das Ding tatsächlich mal durchgespielt. Aber das ist so ewig her. Ich glaube, ich habe es auch nur einmal durchgespielt. Also sozusagen, das ist Premiere. Und wer möchte, der kann natürlich gucken, dass er hier natürlich diese Rekordzeiten, die ich aufstelle. Ihr dürft jetzt lachen. Was ich in einem Antwortvideo gerne holt. Aber ich sage euch, das ist nicht wirklich wahnsinnig spannend. Na, auf jeden Fall kann ich die Serpentinen kann ich jetzt mittlerweile. Das ist ja schon mal gut. Wenn ihr gemerkt habt, dass ich gerade gestutzt habe, ja, ist gerade im Hintergrund der Kalender runtergefallen. Das ist live, meine Damen und Herren. Das ist live. Ja, das ist gut. Da denkt man so, was ist das denn, ein Poltergeist? Nein, das ist der Kalender. Wenn das nicht ein Zeichen ist. Die Zeit läuft weg. Wahrscheinlich hört ihr das auch, dass so ein bisschen die Tastatur rabbelt, weil die muss ich jetzt natürlich fast malträtieren. Ja. So, komm. Ich glaube, gerade im Testrun hatte ich 5 Minuten. Weiß nicht, ob ich jetzt besser bin. Also ich habe gerade Etappe 1 mal ausprobiert. Das kann ich schon vorweg sagen. Ah, genau, wir sind da. Na, ich glaube, ich bin schneller. Ja. Na, dafür habe ich ein paar Sekunden schneller. Ja, ich glaube, ich war bei 5:04, glaube ich, im Test. Ja, also könnte so ungefähr ausgehen, dass wir wahrscheinlich 3 Etappen schaffen.
So, nächste Etappe. Komm, zack. Oh, geil. Oh, also ein angedeuteter Hummelflug, oder was? Ja. Da freut sich David Garrett. Der Teufelsgeiger. Ja. Nee, aber interessiert mich trotzdem mal eure Meinung zum Radsport allgemein. Es gibt ja tolle Sachen, es gibt ja auch Bahnrad und diese ganzen 6-Tage-Rennen, was ja in Dortmund jetzt nicht so unbekannt ist. Zum Beispiel. Also es gibt ja tolle, tolle Events, aber... Ne? Na, Freund. Müssen wir doch einmal rum. Also ich fand zum Beispiel immer Zeitfahren auch ganz großartig. Also neben natürlich den klassischen Bergankünften, wo die da vollkommen tot da ankommen. Wobei, wenn ihr euch das Bild, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das noch kennt, das legendäre Bild von Pantani euch mal ins Gesicht ruft, der da, weiß ich nicht, einem Affenzahn, weiß ich nicht, mit 40 km/h da, was der Mont Ventoux oder was Alpe d'Huez, ich glaube es war Alpe d'Huez, ne? Hochgehetzt ist wie sonst was. Meine Güte. Also ich kenne den einen oder anderen Kollegen, der da dementsprechend das mal mit einem ganz normalen Rad gemacht hat. Und er sagt, das ist mördervoll da für ein paar Stunden. Ja, und die fahren da, weiß ich nicht, 40 Minuten hoch. Oder sogar noch schneller. Ich sollte mich ein bisschen aufs Lenken konzentrieren. Das ist ja kein Kopfsteinpflaster, aber... Ja, ich mach das großartig. Also ist Gott sei Dank hier kein Mannschaftswagen und ihr seht auch, es ist auch keiner andere auf der Straße. Also hier gibt's keinen Windschattenfahren und ja, es wäre vielleicht mal ganz gut, da könnte man vielleicht mal seine Finger ausruhen, aber warum denn auch? Oh, komm, fahr. Gib Gas. Aber sonst, ich sag mal, Radfahren hatte ja mal eine absolute Hochphase. Ich glaube, die ist natürlich weit vorbei. Also da braucht man, glaube ich, nicht ein Hellseher zu sein. Es ist natürlich auch mal eine Frage, was das Thema Doping angeht. Na, dann gibt es natürlich auch mal diese legendären Sätze. Ja, aber die machen doch trotzdem was. Egal, ob sie da was genommen haben oder nicht. Ja, ohne Frage. Ich meine, dass die Jungs da irgendwie Talent haben und dass wahrscheinlich ein Herr Armstrong auch wahrscheinlich ohne Substanzen mich auf ein Rad um Lichtjahre abhängt. Das mag schon sein, aber Fakt ist, ja, wenn sie denn so gut wären, warum brauchen sie denn Zusatzstimulanzen? Ist ja dann irgendwie auch nicht sowas. Und es soll mir auch nicht immer dieser schöne Satz sein, ja, wenn ich nicht nehme, dann erreiche ich auch nichts. Ja. Ich meine, bei Herrn Ulle kann man ja sagen, der war ja jetzt nicht so der Trainingsfleißigste. Da kann man es ja dann in einem Bereich noch verstehen, aber ein Herr Armstrong, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer oder wie oft er um den Planeten geradelt ist, nur um sich für die Tour vorzubereiten. Also und trotzdem musste man dann irgendwas nehmen, ne? Ist auch immer noch lustig, wenn man die UCI oder ist ja, glaube ich, ne, die, ne, auf jeden Fall die Cycling Association oder nicht, dass ich das mit dem Kino verwechsel, hoffe ich, das auch immer irgendwie dann großartig totgeschwiegen hat, ne. Einerseits will man einen sauberen Sport, aber andererseits will man natürlich die Monster Mega Ultra Rekorde. Es ist dann immer ganz lustig, also da muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein. Und das ist, glaube ich, auch kein Weltverband gewesen. Also wenn, selbst wenn man sich die NADA oder die, wer ist die internationale, auf jeden Fall die Dopingkommission, sich dann alle mal angucken. Es ist ja immer das Hase- und Igel-Spiel, ne? Ist ja klar, die finden Möglichkeiten, das zu erkennen. Und dann kommen wieder andere Leute und die auf ganz merkwürdige Sachen machen. Und wenn wir wissen, wie das mit der Uniklinik Freiburg war, das war ja nun wirklich unglaublich professionell. Oder wenn wir an Herrn Fuentes denken.
Betü oder Befü? Sagt mir nichts. Wahrscheinlich richtige französische Experten wissen auch, ob wir noch in der Normandie bin, in der Bretagne. Ich weiß es nicht. Also ich kann die Bundesländer nicht auseinanderhalten in Frankreich. Ich weiß. Für jemanden, der französisch im Abi hatte, kein guter Punkt. So, haben wir durch. Dann machen wir jetzt noch eine Strecke, dann haben wir sozusagen Folge 1 überlebt. Touché Spiss. Dann machen wir nochmal Touché. So. Keine Musik? Nicht, dass ich sie vermisse. Betune. Die nächste Strecke. Oder Etappe. Oh, die Musik wird immer seltsamer. Da seht ihr übrigens diese Schilder, ne? Mit der Steigerung. Fahre ich jetzt wieder zurück? Also es gibt hier natürlich kein Zeitfahren, kein Mannschaftszeitfahren oder was weiß ich, Bergankunft oder Sprinterpunkte oder was weiß ich. Gibt's ja alles nicht, ne? Und dass ich wahrscheinlich im gelben Trikot fahre, ist wahrscheinlich absoluter Zufall. Ich glaube, so gut bin ich nicht. Ja, aber hier die Frage nochmal an euch. Also, Radsport hin, Radsport her. Würdet ihr denn einen Sport gucken, der jetzt, ich sag's mal, knapp ein bisschen besser als ein Amateursport ist? Sprich, als Laiensport. Und würdet ihr euch das angucken oder sagt ihr, ne, ich brauch die Hochglanzleistungen. Und sonst interessiert mich dort der Quatsch nicht. Es gibt ja schon genügend Leute, das muss man ja auch sagen, die selbst in Fitnessstudios sich da, was weiß ich, alles für einen Quatsch reinmachen. Das ist auch nicht gut. Und da gab es auch mal so eine Welle, das ist zum Beispiel auch vollkommen weg, es gab mal so eine Welle, wo irgendwie auch der Trend war, Dopingkontrollen unter Privatleuten in Fitnessstudios. Das sollte mal irgendwie finanziert werden. Ich weiß nicht, ob es von Krankenkassen war oder vom Gesundheitsministerium, da war auf jeden Fall mal was geplant. Ja, aber das ist dann auch wieder komplett weg gewesen vom Fenster. Ich gehe davon aus, notfalls hat es am Geld gescheitert, aber ich hätte gerne mal interessiert, was das bedeutet hätte, ne? Ob da was passiert wäre oder ob die da einfach mit durchkommen, weil das ist ja mal eine berechtigte Frage. Ist da schon jemand, der, was weiß ich, nur um, was weiß ich, Sekretärin Efi im Büro zu gefallen, sich teilweise nicht schon alles Mögliche reinpfeift. Der hat natürlich keine finanziellen Interessen, sondern der macht das aus irgendwelchen anderen Sachen. Ich höre übrigens gerade die Musik, die ist ja richtig grottig. Möchte ich mich schon persönlich für entschuldigen für die Musik. Die ist schlecht. Das habe ich im Shadow Nose nicht mehr gekriegt. Hast du gut gemacht, dass man ja kaum was von der Musik gehört hat. Das war gut. Die ist ja nervig. Ja, ich motiviere euch hier gerne auch nochmal. Also wer Antwortvideos schicken will von Tour de France oder wer dieses Spiel mal wirklich selber durchspielen will. Es ist eine Erfahrung. Ihr werdet dadurch vollkommen reifer. Irgendwie. Wenn jetzt einer meiner Meinung zu sagen zum Radsport, also wie gesagt, ich werde, wenn ich die Chance habe, irgendwie eine Bergetappe zu sehen, werde ich mir die wahrscheinlich noch angucken. Ich bin aber jetzt nicht mehr am Mitfiebern. Ich finde immer lustig, wenn ich irgendwelche Teams sehe, von denen ich weiß, dass sie so viel Leichen im Keller haben und trotzdem dürfen sie mitfahren. Das ist alles albern. Also wenn, dann muss man auch wirklich sagen, so komm hier, nicht nur Sportler XY, weil gibt ganz wenig Sportler, die wahrscheinlich selbst entscheiden, sondern gibt es wahrscheinlich Teamärzte und irgendwelche Manager und wer da noch alles im Hintergrund ist, irgendwelche tollen Spielerberater, weil das ist ja hier nun mal, hier geht's um Geld. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich meine, die machen das hier nicht zum Spaß. Das ist deren Job. Und ja, um mal so eine Überleitung zu machen, da entscheidet wahrscheinlich auch manchmal das Netzwerk, was diejenigen zu machen haben und was nicht. Und das ist wie in einer anderen Welt nicht ganz so gut. Boah, jetzt höre ich die Musik, ey, die Witz ist ja grottig. Sind übrigens immer die gleichen Steigerungen, fällt mir auf. Das ist übrigens für die Tour de France nicht normal. Die Steigerungen sind verschieden. Gut, ich gehe davon aus, das habt ihr schon gewusst.
Was auch schön wäre, wenn man irgendwie so eine Karte hätte, ne? Nach dem Motto, wie weit man ist. Und natürlich, dass man nicht bei jedem komischen Grashalm umfällt. Das ist ja nun mal keine Klippe. Oder ein Zaun, oder wo die irgendwo drin bleiben. Das ist Gras. Aber trotzdem ist schon interessant, was sie sich damals eingefallen lassen haben. Das ist tatsächlich von Activision, das Game. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sich damals echt was getraut. Ich weiß nicht, wie sie darauf kamen. Weil, ich denke mal, so interessant ist der Radsport jetzt auch nicht. Dass man da mal eben ein komplettes Game zaubert. Ja, komm. Ah, das ist geil, französische Kaffeemusik. Ah, wir im Café im Montmartre. Ah, ich bin so froh. Ich bin so glücklich. Ne pas. Ja. Oh, da kann man so richtig Gas geben? Ja, das ist, macht ja nicht viel Sinn. Dann sieht man nichts von der Strecke. Das macht ja total viel Sinn. Gute Perspektive. Ist man schneller als das Scrolling. Auch eine nette Idee. Nein, aber ich denke, der Sport verdient was Besseres. Aber, tja, ich weiß nicht, ob die Funktionäre was Besseres verdienen. Ich denke, die Sportler sind zu einem gewissen Teil mit Sicherheit nicht diejenigen, die das in der Hand haben. Garantiert nicht. Die werden zwar immer vorgeschickt und sind mit Sicherheit auch die Opfer für alles Mögliche, aber der Funktionär, dem bekanntermaßen nicht zu schwör ist. Ich sag ja auch so ein schönes, was ich auch lustig finde, dass in Brasilien gegen diese Mega-Events protestiert wird. Dass es so protestiert wird, dass die Leute selbst daran nicht mehr vorbeikommen können, sondern dass sie das bearbeiten müssen. Weil man kann davon ausgehen, das wird allen Seiten nicht passen. Das passt den Fernsehsendern nicht, das passt den Funktionieren nicht, das passt natürlich auch diesen großen Sportfanatikern nicht, weil das Mutterland des Fußballs sagt, nö, mach das billiger. Das kommt irgendwie gar nicht gut. Und man muss ganz ehrlich sagen, das darf man auch nicht vergessen, dass Brasilien mittlerweile eine ganz wichtige Nummer in der IT-Welt ist. Ich glaube, es hatte irgendjemand mal gesagt, die Nummer 5 schon. So, sind wir da? Wir sind da. Fini! Oh, super, geile Musik. So, das war schon Etappe 3. So, es geht nach Le Mans, aber das machen wir nach einem kleinen Break. Wir sehen uns gleich.